Hallo, was machen Sachen? Willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial. Heute möchte ich euch ein Programm vorstellen, das nennt sich WeDraw. Ihr seht es auch schon, ich habe es bei mir schon offen und kann hier lustige Sachen machen. Es ist eine coole Sache, um seine Videos und seine Streams ein bisschen aufzuwerten. Der Einstieg ist nicht ganz so einfach, da die Seite, also die Startseite auf Japanisch ist, aber deswegen mache ich ja dieses Tutorial. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt alles durch. Das Programm an sich hat eine englische Übersetzung. Nur der Anfang über die Startseite ist halt ein bisschen komplizierter. Ich habe alles in der Videobeschreibung verlinkt für euch und wir gehen das jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Es gibt eine Trial-Version, die ich auch gerade habe, und eine kostenpflichtige Version, die aber nicht ganz so teuer ist. Ihr könnt auch die Trial-Version erstmal austesten. Das ist auch die, die ich euch jetzt vorstelle. Es ist alles vorhanden, was ihr braucht. Die Gratis-Version hatte halt das Wasserzeichen nicht und ein paar extra Einstellungen für die Kamera, dass man die noch ein bisschen besser positionieren kann. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir sind jetzt hier schon auf der Startseite. Wir brauchen jetzt erstmal den Download. Wir kriegen hier ein kleines Intro-Video und wir kriegen auch erklärt, was das Programm kann. Es gibt drei Modi: einen Zeichenmodus, einen Modus mit nur Keyboard und einen mit Gamepad. Dazu kommen wir gleich, wie man das einstellt. Wir gehen nach und nach durch, haben auch nochmal einen Vergleich. So sieht das aus, wenn man den Stift benutzt, den ich auch gerade habe. Ich bin im Zeichenmodus, dann hier mit einem Gamepad. Ein bisschen weiter runter. Es wird viel erklärt. Das meiste verstehen wir halt nicht, weil ich kann kein Japanisch. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Es gibt die Möglichkeit, über Google Translator was zu übersetzen. Das funktioniert halt so gut, wie Google Translate nun mal funktioniert. Was für uns wichtig ist, hier hinten, hier diese zwei grauen Kästen. Da steht es auch schon in Englisch drin, die Trial-Version, die wir jetzt nutzen werden, und eine Paid-Version, also eine Version, die man kaufen muss. Wir drücken halt, je nachdem, was wir möchten. Wir nutzen erstmal die Trial-Version, gucken, ob uns das gefällt, ob uns das Spaß macht. Probieren wir die aus. Wir werden weitergeleitet zu einer Booth-Seite. Wenn ihr Booth noch nicht benutzt habt, müsst ihr euch anmelden über Pixiv. Das ist quasi, ja, Punches Social Media, es kostet nichts. Ihr müsst euch nur mit einer E-Mail anmelden und dann bekommt ihr auch Booth frei. Generell würde ich allen empfehlen, die sich mit YouTubing beschäftigen, auch einen Boost-Kanal sich zu holen, weil dort findet ihr sehr, sehr viele Programme, auch Avatare, Assets, Texturen. Alles, was so in den Bereich YouTubing geht, wird halt dort angeboten. Kostenlose Sachen oder auch Kaufsachen. Das ist halt ja, so der Umschlagplatz, der Hauptumschlagplatz für Leute, die halt Sachen für YouTubing machen. Gerade im 3D-Bereich ist da sehr, sehr viel zu finden. Ich habe auch einen eigenen Buchshop, wenn sich da für jemanden interessiert, ist der in der Beschreibung. Ich habe noch nicht so viel drin. Aber wichtig ist jetzt, wir wollen ja WeDraw. Hier haben wir nochmal das kleine Video, was das Programm an sich kann. Und hier kriegen wir unsere Version. Die oberste ist immer die neueste Version. Hier müssen wir nur gucken, möchten wir eine ZIP oder eine RAR haben. Wir entscheiden uns jetzt mal für die ZIP-Datei, laden die runter. Wie gesagt, kostenlos, wir müssen nichts bezahlen. Es lädt direkt runter. Sobald das hier dann runtergeladen ist, müsst ihr das entpacken, wie jedes andere Programm auch. Und dann könnt ihr es direkt nutzen. Dann könnt ihr die Exe nutzen. Und das machen wir jetzt. Ich gehe noch mal kurz aus dem Programm an sich raus und wir gehen von Anfang an durch, wie wir Sachen einstellen können. So, dann bis gleich. Ja. So, hier ist einmal der entpackte Ordner. Wir öffnen die Exe. Das alles läuft über Unity. So. Wir kriegen auch erstmal einen Warnhinweis, dass unser Bildschirm halt angezeigt wird. Deswegen sollen wir keine privaten Sachen erstmal draufpacken, wenn wir das Programm nutzen. Die Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Stream oder mit Videos machen, die sind sich dessen bewusst. Leute, die halt sowas noch nicht gemacht haben, aufpassen, was ihr halt auf euren Desktop legt. Das kann gesehen werden. Sagen, okay, wir sind damit, uns ist das bewusst, wir sind damit einverstanden. Dann kann man zum Avatar-Auswahl. Bildschirm. Wir können hier über eine VRM-Plattform runterladen. Das ist eine Hub, wo wir halt einfach verschiedene Künstler ihre Charaktere hochladen können, die man halt gratis nutzen kann. Dann halt unseren eigenen Charakter können wir laden oder halt einen Testcharakter von dem Programm an sich. Wir wollen unsere eigene VRM nutzen. Also ihr könnt hier jede VRM nutzen. Wenn ihr das Programm schon mal genutzt habt, gibt es hier halt ein Laden des vorherigen Charakters. Also wenn ihr den Knopf drückt, bekommt ihr den letzten, den ihr ausgewählt habt. Müsst ihr dann halt den Charakter nicht suchen. Macht es vieles einfacher. Ich nehme hier wieder Lucy, öffnen. Und dann müssen wir kurz warten. So, nachdem wir uns für einen Charakter entschieden haben, bekommen wir halt auch nochmal die Info über den Charakter. Lucy ist mein Charakter, also Only Author, also habe ich mir selber die Regeln gegeben. Wenn ihr Charaktere nutzt, die ihr über einen Drittanbieter habt,
Wenn ihr euch irgendwo Charakter heruntergeladen habt, wie bei Rewire Hub zum Beispiel, müsst ihr gucken, was es erlaubt. Für Leute, die streamen oder Videos aufnehmen, ist ganz wichtig, dass ihr die Commercial Use Erlaubnis habt, dass ihr die halt auch kommerziell nutzen dürft. Selbst wenn ihr kleine YouTuber und Streamer seid, geht auf Nummer sicher und achtet, dass das halt erlaubt ist. Nicht, dass ihr am Ende Ärger bekommt. Am Ende ist es dann halt auch einfach so, dass halt Leute euch claimen können und halt sagen können, ihr müsst die Videos runternehmen, wenn ihr einen Charakter nutzt, der halt nicht eurer ist. Passt ein bisschen auf, was ihr tut, nicht, dass ihr Ärger bekommt. Das wäre dann schade drum. Gibt aber viele, viele, die sagen, okay, darfst du machen, kein Problem. Dann drücken wir auf Ja, bestimmt zu, mir agreeen. Und dann bekommen wir halt hier, ja, welchen Style möchten wir nehmen? Da hatten wir vorher kurz drüber gesprochen. Es gibt halt einmal den Zeichenstyle, dann kriegen wir halt eine Tastatur und Stift. Hier haben wir ein schönes Beispiel. Wenn wir weiterklicken, haben wir eine Tastatur. Da bekriegen wir halt wirklich halt eine Tastatur. Wenn man ein bisschen im Internet surft oder für Reactions und so weiter, ist das bestimmt eine feine Sache. Und halt für alle Gamer, wir haben natürlich auch einen Game-Modus mit einem Input für den PS4-Controller oder für die Xbox. Und hier dann halt dementsprechend, wenn ihr Controller habt mit der Controller-ID, gebt die hier ein, dann funktioniert das alles ein bisschen besser. Oder generell müsst ihr die eingeben, damit es funktioniert. Ja, und für Leute, die das Programm schon mehrfach nutzen, alles das, was wir jetzt einstellen gleich in den Optionen, könnt ihr in der JSON-File speichern. Dann könnt ihr die natürlich auch hier laden. Einfach nur auf Laden drücken und dann halt je nachdem, wo die abgespeichert hat, müsst ihr die dann halt ja, öffnen. So, ich habe jetzt hier noch keine JSON drauf, weil ich Schussel die verloren habe, aber ist ja nicht so schlimm. Ich nehme jetzt einfach den Zeichenmodus und sage Select, nehmen wir und schon sind wir hier. Und schon können wir hier direkt loslegen. Am Anfang ist direkt halt euer Desktop, euer Hintergrund. Sprich, wenn ich das hier zur Seite schiebe, seht ihr schon, aha, da kommt alles. Deswegen sieht man mich jetzt halt hier in so einem Endlos-Loop. So. Jetzt gehen wir mal kurz durch die Einstellungen durch. Ich zeige euch einfach, wo ihr was findet. Ihr könnt dann halt nach Herzenslust und Belieben euch einfach ausprobieren, was euch optisch selber gefällt und ja, was ihr für eure Streams halt braucht. So, gehen wir mal hier durch. Hier haben wir einfach komplett zurück. Da kommen wir zurück zur Charakterauswahl. Hier kommen wir zurück einfach zu der Auswahl, welchen Modus möchten wir haben. Wer möchte, kann direkt von dem Programm aus twittern. Ich habe es noch nicht probiert. Ich nutze Twitter jetzt nicht so oft, aber wer gerne Twitter nutzt, kann Timelapse-Videos etc. machen damit und kann die direkt auf Twitter hochladen. Falls es sein sollte, dass euer Charakter hier nicht so richtig funktioniert, falls das nicht so richtig passt, könnt ihr auch hier länger draufdrücken und es ist kalibriert euren, in dem Fall, Stift nochmal neu. Direkt darunter haben wir die Einstellung für den Hintergrund. Momentan seht ihr bei mir diese grauen Boxen. Das können wir einstellen, je nachdem, was ihr möchten. Wir können sagen, okay, ich möchte generell gar keinen Hintergrund. Dann bekommt ihr diese defaultmäßigen, ja, 3D-Hintergrund, diese lustigen Boxen. Ihr könnt auch sagen, okay, ich will ein Bild haben. Und dann habt ihr hier schon standardmäßig jede Menge Zeug drinne. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte mein eigenes Bild reinladen, auch kein Problem, Open Image, dann öffnet sich einfach der Weg, wo das gespeichert ist und hier könnt ihr einfach jedes Bild reinladen. Wichtig hier, achtet darauf, dass das 16 zu 9 ist, sonst habt ihr komische Verzerrungen, Abschneidungen, das ist ja immer ein bisschen doof. So, dann könnt ihr euch das ausfügen. Wenn ihr was reingeladen habt, kommt das natürlich auch dann hier in die Liste mit rein. Hier unser Bild von unserer Lucy, die Nahaufnahme können wir natürlich auch einstellen. Wir können sagen, okay, möchte ich da eine Transparenz drin haben, wie ich es jetzt bei mir aktuell habe, oder möchte ich halt eine Farbe drin haben. Können auch die Farbe einstellen. Je nach Belieben dürft ihr das halt einstellen, wie ihr möchtet. Ich bevorzuge Transparenz und ich mache mir meine Boxen wieder hin. Wo sind sie denn? Da. Machen wir meine Boxen wieder hin. So. So. Wenn ihr euch für den 3D-Hintergrund entscheidet, könnt ihr den hier so ein bisschen drehen, da das ja ein kompletter 3D-Raum ist, wie ihr seht, wenn wir den weg da wegschieben, ist er weg. Dann könnt ihr das hier anpassen, wie ihr das möchtet. Ich bevorzuge halt ein normales Bild. Ist halt Geschmackssache. Lässt sich drüber streiten. Wenn wir hier dann fertig sind, einfach auf X und dann ist es weg. Dann haben wir alles eingestellt und wir bekommen halt einfach die Einstellung, die wir haben. So, das nächste in unserer Liste wäre dann halt das Tracking. Da drücken wir drauf und jetzt kommen wir zu dem Motion Tracking. Momentan habe ich es ja für Sie noch nicht an. Momentan funktioniert nur das Mikrofon. Machen wir das mal an. Ihr wählt eure Kamera aus, ihr wählt die Auflösung auf. Ich muss Medium nehmen, wenn ich High nehme, hängt es bei mir. Also müsst gucken, was euer Computer mitmacht. Der eine hat ja den stärkeren Computer, einer hat einen leistungsschwächeren Computer. Stellt das halt so ein, wie es halt für Computer funktioniert. Nachdem ihr hier alles eingestellt habt, müsst ihr einfach Start Face Tracking machen und dann wird das eingestellt. Ihr müsst einfach in die Kamera gucken, einmal mit offenen Augen.
und dann einmal in die Kamera mit geschlossenen Augen, bis ein Ton ertönt und dann ist es fertig. Machen wir das mal? So, nach dem Bimmeln sollte alles eingestellt sein und schon können wir den Kopf bewegen. So. Unten drunter haben wir dann die Einstellung zu halt den verschiedenen Motion-Bewegungen. Falls es halt nicht so ganz so stimmt, kann man hier einstellen, okay, in welche Richtung muss ich halt mehr Bewegung haben, in welche weniger, könnt ihr hier halt nicht einstellen. Gleiche haben wir auch fürs Blinzeln, wo man sagt, okay, brauche ich sensitiver. Oder ist es ein bisschen stärker? Das müsst ihr halt ein bisschen ausprobieren, wie es für euch funktioniert. Ich brauche es meistens ein bisschen sensitiver, weil halt ja, mein Setup nicht so das Beste ist. Aber es funktioniert. Komm, blinzel, blinzel, blinzel. Funktioniert alles. So, hier unten drunter haben wir die Einstellung für die Iris. Also auch die Augen lassen sich mitbewegen. Bei Lucy funktioniert es leider nicht so gut. Bei meinem Charakter, es kommt halt auf den Charakter drauf an, wie das alles funktioniert, auch wie euer Setup ein bisschen aufgebaut ist. Aber ihr könnt ja auch Feinheiten einstellen. Soll das Auge weiter runter, weiter hoch, mehr links, mehr rechts? Könnt ihr die Feinheiten pro Charakter einstellen? So, hier können wir Emotionen einstellen. Hier kommt es halt sehr stark drauf an, wie gut ist euer Setup, wie gut erkennt euch eure Webcam, wie gut ist die Webcam an sich. Das spielt ja alles mit rein. Ihr könnt ihr einstellen, wie viel Mimik wird benötigt, dass das halt an diese Emotionen erkannt wird. Ihr könnt die natürlich auch ein- und ausschalten, wie ihr das möchtet. Oder wir können auch sagen, okay, ich möchte gar keine haben, weil es funktioniert nicht so gut. Oder sieht bei meinem Charakter nicht so gut aus. Das kommt halt wirklich dann auch auf alles, also auf das Zusammenspiel zwischen, wie gut ist meine Technik und wie gut funktioniert es mit dem Charakter zusammen. Ich schalte es meistens aus, weil ich finde es persönlich meistens immer ein bisschen verwirrend, aber ist Geschmackssache. So, der letzte Punkt hier unten bezieht sich halt einmal nur mal aufs Sprechen an sich, also wie gut wird das erkannt. Ihr könnt ihr einstellen, geht das jetzt mehr nach Kamera, wird jetzt mehr auf meinen Mund in der Kamera geachtet oder geht jetzt wirklich mehr durch Geräusche übers Mikrofon. Da müsst ihr halt, wie gesagt, einstellen, wie es halt für euch passt. Müsst ein bisschen ausprobieren, wie es halt bei eurem Charakter gut funktioniert oder für euch halt selber funktioniert. Es ist einfach mal ein Ausprobieren. Man kann da nicht sagen, okay, stell das so und so ein, das funktioniert für alle. Nicht jedes Setup ist gleich, ihr habt ein anderes Mikrofon, das nimmt vielleicht einfach andere Töne besser wahr, da müsst ihr einfach ein bisschen her oder eure Kamera ist ein bisschen besser, dann könnt ihr bei der Kamera ein bisschen mehr Gewicht reinpacken. Probiert aus, wie es halt für euch funktioniert. So, dann haben wir das jetzt schon mal abgeschlossen. Und dann kommen wir zu den letzten Einstellungen. Hier sind auch die meisten dann drunter. So, das erste, was wir bekommen, sind Einstellungen zum Avatar. Wir bekommen erstmal die Frage, wollen wir die neutrale Mimik nehmen, also die neutrale Expression als die Standard-Expression machen. Meistens ist das eh der Fall. In den meisten Programmen ist halt neutral die Standard. Wir können auch sagen, ja, nein, je nachdem, wie es euch ist. Aber wie gesagt, meistens ist eh die neutrale die Standard, also sollte man da bleiben. So, das nächste, was wir einstellen können, soll der Charakter transparent zeigen. Wir sagen ja und können einstellen, wie viel. Und schon kann man durch den Charakter durchsehen. Ich persönlich finde jetzt das nicht so gut, aber es ist halt Geschmackssache. Jeder darf das einstellen, wie er das möchte. So, als nächstes haben wir einfach die Einstellung, wie generell ist der Charakter in der Welt positioniert. Dann könnt ihr das auch einstellen, ein bisschen tiefer. Je nachdem auch, wie groß euer Charakter ist, könnt ihr das halt anpassen, wie euch das gefällt. Wir können den Körper so ein bisschen rotieren. So, wir können hier auch einstellen, wie sensibel sind unsere Augen. Ich habe es jetzt bei Lucy halt ausgeschaltet, aber wenn ihr die halt aktiviert habt, könnt ihr ja noch mal ein paar Feinheiten einstellen. Ihr könnt auch sagen, möchte ich die auch tracken, wenn Emotionen vorhanden sind? Möchte ich, dass der Charakter halt auf die Tastatur guckt und so weiter? Das könnt ihr halt einstellen, wenn ihr halt gesagt habt, ja, okay, ich möchte Eye-Tracking haben. Wenn euer Charakter so ein bisschen komisch hin und her, probiert das einfach mal aus, Plan Feed auszuschalten. Das kann ein bisschen smoother funktionieren. Ihr seht, die hüpft jetzt nicht mehr ganz so komisch hin und her. Ist alles ein bisschen smoother. Auch hier haben wir nochmal Einstellungen fürs Reden, wie stark oder wie schwach sich das halt auf den Charakter auswirkt. Unten drunter haben wir Lichteinstellungen. Hier kommt es halt darauf an, was für ein Shader auf eurem Charakter drauf ist. Wenn ihr einen Unlit Shader drauf habt, habt ihr halt auch keinen Schatten. Da müsst ihr euch bewusst sein. Da könnt ihr einstellen, wie stark ist das, aus welchem Winkel kommt jetzt die Kamera oder das Licht. Ah, das mal so ist auch eigentlich ganz okay. So, unter unserem Licht haben wir die Einstellung zu den Hand. Wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, habt ihr auch eine Nahaufnahme von der Hand. Da könnt ihr gucken, wie sieht es aus mit unserem Twist-Offset, also hier am Oberarm.
ist sehr komisch getwistet. Das können wir hier ein bisschen ausgleichen. In welche Richtung soll es gehen? Aber wir können hier einstellen, wie es aussieht mit der Hand. Wo ist die? Wo soll sie hin? So, dass sie halt besser auf dem Blatt aufliegt. Ups, was war das? Seltsame Sachen passieren. Auch ein bisschen weiter unter haben wir Einstellungen für den Stift an sich. Wie soll sie den Stift halten? Könnt auch hier einstellen. In welche Richtung soll er sich rotieren? Da könnt ihr halt einfach die Feinheiten zu eurem Stift einstellen. Das wären jetzt erstmal alle Einstellungen für den Avatar und für den Zeichenmodus. Keyboard und Gamepad-Modus hat einen anderen Reiter, da gehen wir kurz drauf. Da können wir als erstes aussuchen, okay, welche Farbe soll denn unser Keyboard eigentlich haben? Ihr seht es ja schon an der Seite. Machen wir dann einfach mal in dem lila Ton. So, unten drunter kann man einfach die Position festlegen, wo soll sich das Keyboard befinden. Mal vor, zurück, hin, her, hoch, runter, je nachdem, wo es halt sein soll. Hier haben wir das erste, was halt wirklich nur in der vollen Version vorhanden ist. Wir könnten das Keyboard halt einfach skalieren. Wie groß oder wie klein soll es sein? Wir können ja auch noch den Winkel anpassen. Wo soll es jetzt hin? Also, ihr rotiert es quasi um den Körper rundherum. Wo möchtet ihr das haben? Auch in der sitzenden Position, die wir jetzt halt nicht haben, wir stehen ja. Das gleiche gilt auch fürs Gamepad. Wenn ihr eins in der Hand habt, dann müsst ihr halt im Gamepad-Modus sein, wenn ihr halt Gamepad einstellen möchtet. Gleiche gilt natürlich auch für den Stift. Den Stift könnt ihr nur einstellen, wenn ihr den Stift halt tatsächlich in der Hand habt. Da müsst ihr einfach den Modus wechseln und einstellen. Aber vom Prinzip auch das gleiche. Hoch, runter, links, rechts. Und wie groß soll es sein? Der nächste Reiter wäre die Kamera. Hier haben halt alles, was sich um die Kamera dreht. Hier ist auch das meiste ausgegraut, was es halt nur in der Vollversion gibt. Wir können in der freien Version auch suchen, ob wir die Kamera nach oben und unten positionieren, also wo soll sich euer Bild befinden. Das Field of View, also sollen wir weiter weg sein, näher ran. Machen wir hier, zack. Ja, und halt in welchem Winkel soll halt die kleine Kamera, die man, ach übrigens, die kann man, wenn man sie anklickt, auch bewegen. Ich glaube, das habe ich vergessen, wenn jetzt sage ich das jetzt halt jetzt. In welchem Winkel soll die sein? So, nach der Kamera kommt der Monitor, also das Fenster an sich, wo wir drauf zeichnen. Hier können wir einstellen, was jetzt eigentlich auf dem Monitor angezeigt wird, der sich halt vor unserem Charakter befindet. Wir können halt einmal sagen, okay, ich möchte eine komplette Desktop-Aufnahme haben, Desktop 0, Desktop 1. Ich möchte aber auch eine Fensteraufnahme zum Beispiel haben, wenn ich halt jetzt ein Spiel spiele, dass man sagt, okay, ich möchte nur das Spiel zeigen, kann man auch hier einzelne Fenster auswählen. Die meisten sollten das halt schon von OBS oder so weiter kennen. Wir bleiben einfach beim Desktop. Wenn ihr möchtet, dass aber bestimmte Teile nicht gezeigt werden, was weiß ich, ihr habt halt hier oben die Leiste, die findet ihr ein bisschen doof, dann könnt ihr auch sagen, okay, dann schneide ich das aus. Und alles, was halt nur in dem blauen Bereich ist, das wird auch angezeigt, wenn wir das bestätigen. Ich mache es aber für mich wieder groß. Das dürft ihr halt für euch einstellen, wie ihr das möchtet. Direkt drunter haben wir noch ein paar Einstellungen für die Position des Monitors. Wir können ihn hoch und runter schieben. Wir können sagen, okay, der soll ein bisschen größer sein, der soll ein bisschen kleiner sein. Wir können sagen, okay, der soll generell flach sein. Ich möchte das flach haben und nicht so abgerundet. Oder ich möchte den generell runder oder flacher haben. Das alles könnt ihr dann halt für euch einstellen, wie euch das beliebt. Wir können auch ein paar lustige Sachen machen. Wir können zum Beispiel einfach den Desktop auf den Kopf stellen. Das heißt falsch rum. Die Bewegung bleibt die gleiche, aber der ja, Bildschirm ist einfach auf dem Kopf. Wir können den Bildschirm auch spiegeln. Auch hier bleibt die Bewegung die gleiche. Kann lustig sein. Das nächste, was wir haben, sind halt andere Settings, die halt nirgendwo mehr reingepasst haben. Hier können wir unsere JSON abspeichern. Also alles, was wir jetzt eingestellt haben, können wir hier abspeichern. Wir haben hier drei Presets. Je nachdem, vielleicht braucht man drei verschiedene Modi für Sachen, die man macht. Dass man halt sagt, fürs Zeichnen will ich den Modus haben, dass das und das eingestellt ist. Und für Spielen möchte ich andere Sachen haben. Die kann man dann halt abspeichern und laden. Halt laden und speichern, je nachdem, was ihr braucht. So. Hier haben wir dann einfach die Bildschirmauflösung. Da können wir jetzt einfach ganz normal einstellen, wie groß ist unsere Auflösung. Wir können hier einstellen, oder Fullscreen oder nicht. Meistens mache ich so, ich mache den Fullscreen aus, hat halt den Vorteil für mich. Ich kann das minimieren, weil gerade Programme wie Photoshop oder Maya und so, da gehen öfters mal andere Fenster mit auf und die sehe ich dann halt nicht, wenn ich das über eine Fensteraufnahme tracke. Ich mache das quasi andersrum. In OBS tracke ich WeDraw über eine Fensteraufnahme oder eine Gaming-Aufnahme. Und in WeDraw habe ich dann ganz einfach den Desktop offen, in dem ich dann arbeite. Dann habe ich halt alle Fenster, die ich halt in Maya und in Photoshop und sonst wo öffne, drinne. Wenn ich das andersrum machen würde, sprich, ich würde halt in Redraw eine Fensteraufnahme von Photoshop zum Beispiel machen, würde in die ganze Fenster, die halt einzeln aufgehen, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Adjustment Layer angepasst wird oder irgendein Filter genutzt wird, die würde halt der Zuschauer nicht sehen. Das finde ich immer ein bisschen doof, weil ich möchte ja gerade, wenn halt Leute zuschauen, sehen, was ich da eigentlich tue und nicht, dass sich halt einfach nur was verändert. Deswegen mache ich das so rum.
Ihr dürft das für euch entscheiden, ob ihr sagt, okay, ich mache Fullscreen und packt den Bildschirm einfach in WeDraw rein oder halt, ob ihr sagt, okay, ich mache in Fensteraufnahme von WeDraw in OBS und mache in WeDraw den Bildschirm rein. Je nachdem, wie ihr arbeitet, ist jetzt halt so, so mache ich das, so arbeite ich, vielleicht hilft euch das ja ein bisschen. Unten drunter haben wir die Quality Settings. Ich habe jetzt momentan für die Videoaufnahme Ultra, das funktioniert ganz okay. Wenn ich streame, muss ich es runtersetzen auf High oder Medium. Auch arbeite ich persönlich gerne in FPS. Für Videos und für Streams reicht das komplett aus. Die Leute, die zocken, können gerne 60 FPS nehmen, aber wie gesagt, für das meiste andere reichen 30 FPS aus. Ist dann auch schonender für eure ganzen Aufnahmen, einfach für euer System. Ihr habt dann einfach weniger, was es verarbeiten muss. Wir haben auch die Option für Post-Processing, aber leider funktioniert das bei mir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob es am Charakter liegt oder am Programm an sich. Es funktioniert für mich nicht. Vielleicht funktioniert es ja für euch. Mal gucken. Vielleicht liegt es auch wieder am Shader, dass man halt bestimmte Shader dafür braucht. Hier unten habt ihr ein schönes Feature, wie ihr schon die ganze Zeit wahrscheinlich seht, was geht hier ab. Hier wird einfach angezeigt, welche Blend-Shapes werden gerade genutzt fürs Reden. Auch hier könnt ihr dann endlich einstellen, ja, welches Mikrofon möchte ich denn nehmen. Falls halt einfach nichts ausgewählt ist, könnt ihr hier das dann mal einpacken. Unten drunter haben wir dann noch ein paar Optionen, die wir halt nur in der Bezahlversion haben. Zum Beispiel, dass dieser blaue Strich, der jetzt an dem Stift ist, dass wir den ausschalten könnten. Oder der Klickeffekt, da diese Schallwellen, nenne ich es mir jetzt mal, am Klick weg sind. Oder dass der Charakter halt eben nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm starrt. Das könnte man ausschalten. So, und dann war es das auch. Jetzt sind wir alle Einstellungen durchgegangen. Wenn ihr fertig seid, einfach das X drücken und ihr könnt loslegen. Yay, jetzt haben wir es endlich geschafft, die ganzen Einstellungen sind getroffen. Merkt euch nur, bitte, bitte, bitte speichert die als JSON ab, dass das Programm auch einfach weiß, was ihr eingestellt habt, damit ihr den ganzen Quatsch nicht jedes Mal von vorne machen müsst, dass ihr dann halt einfach direkt startet, JSON ladet, Kamera kalibrieren und let's go, damit man das halt nicht jedes Mal einstellen muss. Ja, naja, dann hoffe ich, das Tutorial hat euch gefallen, ihr habt ein neues, cooles Programm gefunden, das ihr halt nutzen möchtet. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Auf Wiedersehen!